Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen One Piece Theorie mit dabei, der Lars. Yo, Peace, out. Und Fabian ist auch, wie immer, mit am Start. Ja, und wir haben mal wieder eine Nami-Theorie. Diesmal die Frage, ob Nami die antike Waffe Uranus ist. Oder Uranus, keine Ahnung. Die Diskussion hatten wir eben. Wir sind auf keinen guten Zweig gekommen. Ist halt ein Gott. Also der große Typi im Himmel, der nach einem Himmel benannt ist. Ja, da fange ich einfach mal an. Deine allgemeine Meinung dazu? Nein. Ich weiß es nicht, ich bin da noch so ein bisschen unentschlossen, weil ich keine Ahnung habe, was du jetzt sagen wirst und mich überzeugen könntest. Also so von vornherein würde ich so sagen, nö. So rein aus dem Bauch raus, ne. Wahrscheinlich bin ich der einzige Mensch, der das sagt. Weißt du, einmal so 70 Mal gesagt, dass man dagegen ist. Ich muss es ja unterstreichen, dass ich dagegen bin. Ne? Also ist ja so, wir wissen nicht, was Uranus ist. Logischerweise. Aber er Ja, ist halt sonst würden nach wir das dem. hier nicht machen. Wieso, wenn wir wüssten, was Uranus. Ja, okay. Ja, wir könnten trotzdem die Theorie machen, wer Uranus ist. Wenn wir wüssten, was es ist, aber nicht Muss wissen. ja nicht unbedingt ein Mensch sein oder ein Tier Ja, wenn oder jetzt. irgendwas anderes. Aber wenn's jetzt heißt, ja, Uranus ist halt voll das Ding, um voll die Kontrolle über Wind zu haben, ja? Wird schon wieder Dragon mehr so in den Fokus rücken, aber wir wissen, wird es trotzdem nicht wissen. Ja. Ja, aber auf jeden Fall, Uranus ist halt der Gott des Himmels. Und deswegen, das vermuten Leute halt, dass es was mit dem Wetter zu tun hat. Und Nami hat sehr viel mit dem Wetter zu tun. Mit dem Klimataktstock und als Navigatorin und Ja, ja. also es ist halt so, sie hat Fähigkeiten, die gehen über die eines normalen Menschen hinaus. Keine Ahnung, wann es das erste Mal erwähnt wurde. Das erste, was mir einfällt, ist auf jeden Fall der Hurricane auf der Grand Line, wo Vivi das erwähnt hat. Jo, wo Nami halt quasi von dem 5-Tage-Fieber. Drei oder sieben. es waren fünf. Ich glaube, das ist das Geilste gewesen, was hier passiert ist, ey. Nee, Hogback war noch geiler. Aber was ich sagen wollte, wo Nami halt so übel krank war und sie einen Arzt brauchten, hatte Vivi das ja erwähnt. Ja. Dann hat er auch erwähnt, dass man Hurricanes auf der Grand Line niemals irgendwie dafür eine Vorwarnung kriegt. Und die muss das wissen, weil die ist da aufgewachsen. Und Nami hat sich einfach mal gedacht, yo, spüre ich einfach mal, wie das scheiß Ding kommt. Und das sind halt Fähigkeiten, die sind ja fast schon übernatürlich. Deswegen könnte man natürlich denken, hat was damit zu tun. Andere würden sagen, yo, Instinkt. Ruffy. Weil Ruffy hat ja auch Mr. Three einmal eine Sardale ins Gesicht gedrückt. Richtig. Also. Hat dich wahrscheinlich noch nicht überzeugt, ne? Ich weiß es, ich irgendwie, ja, Shiroshi soll Poseidon sein, oder ist ja Der ist quasi halb Poseidon. safe, ist Poseidon, ne? Neptun hat Wurm ins Gesicht gesagt, ist Poseidon. Ja, Und du so, ja, könnte sein. die Pluton ist ein Schiff, jetzt schon wieder ein Mensch? Irgendwie bin ich da so ein bisschen gegen. Okay. Also. Ich weiß nicht, vielleicht ist das ja auch einfach. Ja. Weiß ich nicht, so Knopf halt, wo du mit alles fixst oder so. Wenn das schon wieder so. Das glaube ich irgendwie nicht. Kann ich mir irgendwie so nicht. So ein Wenn Knopf. ich noch nicht so. Wenn ich noch nicht so richtig warm mit. Steht Uranus eigentlich wirklich nur für. Ich bin halt voll der Noob. Wirklich nur für Himmel? Moment. Haben Götter nicht immer so mehrere Richtfelder, die fast gesagt. Wie mehrere Richtfelder. Ja, mehrere Bereiche oder was? Was weiß ich? Ich weiß, das einzige. Nee. War das Uranus, der seinen Sohn getötet hat?
Keine Ahnung, laut Bibel hat jeder jeden getötet. Ja, laut Bibel ist auch alles. Die Milchstraße. Uranos, dann griechisch kann ich nicht lesen. Uranos, lateinisch Uranus. Zoleus oder Zaleum? Himmelsgewölbe steht in der griechischen Mythologie, den Himmel in Göttergestalt dar und herrscht in der ersten Generation über die Welt. Ergo, Himmel. Himmel und über die Welt. Ja gut. Im Endeffekt hat jeder Aber Gott, Nami ja. herrscht nicht über die Welt. Ja. Dragon herrscht über die Welt. Ja, aber rein theoretisch, auch wenn er nichts beherrschen will, wird Ruffy über die Welt beherrschen und da Nami Ruffy mit einem Schlag töten kann. Nami. Theorie bestätigt. Nee, ich muss ja ehrlich gesagt auch sagen, ich halte die Theorie auch für nicht so plausibel. Wollte aber trotzdem halt auch deine Meinung dazu haben. Ja. Weil also, zum einen, ihre Wetterkenntnisse sind halt echt schon hart krass geil. Die gehen in Richtung to the fullest. Auch weitere Sachen, die gesagt wurden, die Reise zur Fischmenscheninsel ist halt nicht safe, sondern irgendwie 30%ige Chance oder so. Doch, die Mathematik, Mathematik. Ja, auf jeden Fall war es halt eine geringe Chance und die haben halt das trotzdem überlebt, weil halt Nami hart geil ist. So, mehr. Ja, aber man muss ganz ehrlich sagen, die Schrotbande hat ja alles getan, um es Nami so schwer wie möglich zu machen. Wir nehmen mal diesen Fisch mit und lassen den voll in den Stuhl reinballern. Ja. Und wenn Nami Uranus oder whatever ist, Robin wäre doch die erste, die irgendwas schmecken würde, riechen würde, Entschuldigung. Die hat ja auch mit Neptun darüber gequakt. Glaube ich, oder? Das war doch so, oder nicht? Ja. Ja, doch, Robin hat mit Neptun darüber gequatscht. Ja, aber rein theoretisch wissen wir nicht, was Robin weiß, weil sie weiß, was sie Sie weiß. quatscht ja nicht. Ja, genau. Also sie liest das so und denkt sich dann so, boah, schon wieder eine antike Waffe ist eigentlich voll scheiße. Und dann sitzen wir so als Leser und wissen jetzt, alles klar, sie findet es voll scheiße. Aber was sie voll scheiße findet, wissen wir nicht. Also, wahrscheinlich steht da einfach so eiskalt Nami. Nami ist es. Ja, genau, Und als sie ob. steht da so vor, ja, Als finde ich ob. scheiße. Nee, rein Also nicht theoretisch. ich. Sagen wir mal, es steht, sie hat noch nichts über die Fähigkeiten gelesen. Hat sie mal schon was über Uranus gelesen? Ja, ne? Stand Sie hat was über im. Joyboy gelesen. Wo, also sie hat doch irgendwas über Uranus gelesen. Auf welchem Pony war das nochmal? Skypiea? Nee, Skypiea war Poseidon, ne? Nee, Skypia war doch von Gold Roger. Ja, es war nebenbei gekritzelt, aber da stand doch was über Poseidon. Ach so, ja. Ja. Was denn nochmal? Sie hat doch über Uranus gelesen. Oder hat sie nur gelesen, dass es so heißt? Aber rein theoretisch könnte ja zum Beispiel da stehen, ja, ist halt die antike Waffe in Menschengestalt wieder. Aber das würde ja nicht sofort heißen, yo, Nami. Ja. Sondern dass sie halt nur so einen ungefähren Punkt hat. Okay, also ich gucke, hab grad nachgeguckt, es gibt keinen Hinweis darauf, dass Robin weiß, was Uranus ist, nur dass sie weiß, dass es Uranus heißt. Und dass es das gibt. Ja, logischerweise. Rein theoretisch weiß ja anscheinend jeder, dass es drei Waffen gibt. Also ja, das wurde halt auch gesagt. Nami hat halt sehr krasse Navigationskenntnisse. Und was einige auch als Erklärung gebracht haben, ist, dass sich Nami so gut mit Shiroshi verstand und meinte, sie haben halt eine gewisse Verbindung. Jo, die hatte doch nur die Kohle im Blick, Mensch. Shiroshi ist aber nicht reich. Das wusste Nami nicht. Dass sie nicht reich ist. Ja. Deswegen ist sie erstmal davon ausgegangen, dass sie reich ist. Ja, weil sie eine Prinzessin ist. Ach so. Ja, aber wie wird sie auch keine Kohle bekommen? Obwohl sie ihr das versprochen hat. Wir haben Geld. Viel Geld. Ne, das Schlimmste ist ja sogar, Afrasosa, durch Mingo, die Königsfamilie hat Geld, aber da war Nami nicht mehr da. Nee, da war Nami ja quasi. Boah, Ne? das wär so eiskalt gewesen, weißt du? Komplettes Land liegt in Schutt und Asche. Ja, ne? Waffe hat ja quasi meinen Arsch gerettet. Wie schaut das jetzt mit der Auszahlung aus?
Geht das direkt oder auf Rechnung oder wie? Keine Sorge, wir können das Geld selbst zum Schiff tragen. Waffe jetzt aus, Sanji tragen. Nee, also. Der Sanji ist ja auch ein bisschen schlecht, ne? Ja, jetzt in. Egal. Nein, in der Vermutung, dass halt die Gruppe da geblieben wäre. So, ja. Nee, also kann halt auch sein. Rein theoretisch haben die halt so eine ähnliche Verbindung, weil die halt eine ähnlich traurige Vergangenheit haben. Mutter wurde von Fischmensch erschossen, eiskalt. Ihre Mutter war ja auch so ein Fischmensch. Ja. Das gilt ja schon gar nicht mehr als Rassist. Tisch. Doch. Hodi hat ja gehandelt, um einen Menschen dafür zu beschuldigen. Und weil sie mit den Menschen näher kommen wollte. Sie war quasi eine Verräterin. Was echt so. What the fuck? Aber Verfechter dafür sein, dass Jimbe in die Strohbande kommt, ne? Ist klar. Ja. Und? Jimbe, bester Mann. Ja, Jimmy ist echt ein besser Fischmensch, ja? Rassist. Ich merke, du bist immer noch nicht überzeugt? Nee. Ja, du ja auch nicht. Ja, dann halt das letzte Argument, was ich noch gehört habe, ist halt auch, dass Nami halt an sich schwach ist. Und das habe ich jetzt im letzten Kapitel nicht gesehen. Ja, doch. Ei, Bruno ist auch ein Lappen. Jetzt hast du es gesagt. Ja, jetzt ist es auch egal. Ja, stimmt, Cracker. Pounded John. Jetzt Gas geben, ey. Ja. Also, ich sehe es halt auch ein. Nami ist tatsächlich schwach. Obwohl, soweit ich weiß, ist Nami sogar die zweitschwächste, weil Lysop als Schwächste ausgesucht wurde. Das sehe ich irgendwie nicht so, aber okay. Nee, sehe ich echt nicht. Weiß ich auch nicht, ehrlich gesagt. Ja, gut, ich verstehe halt so, Uranus würde ja ihre Fähigkeiten pushen, ja. Halt vielleicht auch in Verbindung mit dem Klimatakstock, damit sie halt ihre Waffe nicht verliert. Aber sind wir mal ganz ehrlich. Es ist eine Sache, zu sagen, Nami ist schwach, wäre halt schön, wenn sie stärker wäre. Es ist eine andere Sache, ihr Fähigkeiten zu geben, die eine komplette Insel auslöschen können. Oder einfach mal alles beherrschen kann, ne? Ja, es ich heißt meine, ja, mit Uranus mit einer antiken Waffe bist du ja Gott quasi. Ja, es heißt ja, Insel kann abtreten. Es heißt ja, Lord Crocodile kann halt eine antike Waffe so eine komplette Insel einfach mal auslöschen. Mhm. Und sind wir mal ganz ehrlich, das macht sich so stärker. So sieht Nami nicht aus. Ja. Ja, also ich kann es verstehen. Stärker machen, ja, ist eine Sache. Aber ganz ehrlich, das Hälfte, was wir von Waffe gesehen haben, ist halb das Rosa in zwei Teile spalten, ne? Beziehungsweise halt einfach nur die Hauptstadt in zwei Teile spalten. Nami wäre in ihrer Fähigkeit in der Lage, einfach mal komplett das Dressur einfach auszulöschen. Das wäre too much. Too much. Also, wie gesagt, ich bin halt immer dafür, Nami stärker zu machen. Ich finde es halt auch scheiße, dass sie halt immer so als schwach angesehen wird. Mhm. Aber das. Ja. Gleich mit einer antiken Waffe, ne? Und was ich auch als Gegenargument gehört habe, von wegen ihre krassen Navigationsskills, ne? Ja. Sind ja eigentlich nichts anderes, was die Strohbande, also die anderen Strohhüter halt auch haben. So, ja. Ist halt ein krasser Schwertkämpfer. Ist halt auch nicht, weil er irgendwie eine antike Waffe ist, sondern einfach nur, weil er trainiert. Deshalb ist halt auch ein Schütze, der halt alle anderen übertrifft. Auch Training. Ja gut, Sanji, ich weiß nicht, ob der weltbeste Koch ist, aber er ist halt ein hat geiler Koch. Robins, sieht auf jeden Fall lecker aus. Robins Fähigkeiten, Pornoglyphe zu lesen. Bu kann alle Instrumente... Das spricht für sich. Ja. Bu kann halt alle Instrumente spielen, also man hat halt in der Schrotbande sehr viele Naturtalente. Was ja auch... Mhm. Aokichi meinte, von wegen, die Bande ist halt sehr gefährlich, einfach weil es so viele Leute gibt, die auf ihrem Gebiet spezialisiert sind. Gut, man konnte jetzt meinen, ist schon ein starker Zufall, dass quasi alle Spezialisten in einer Bande jetzt sind. Das ist halt einfach Waffis spezielle Fähigkeit. Ja, der zieht halt alle Leute, ne? Ja. Nicht auf sich, sondern... Ja, der verbündet sich halt mit denen, ohne irgendwie was zu machen. Ja. Wie gesagt, hörst du von ihm die Frage, oder hörst du von ihm, dass er will, dass du sein Nakama wirst, ne? Das ist Feierabend. Dann bist du dann Nakama.
Weißt du, die ganzen Zombies auf der Thriller konnten auch nur ankommen, weil sie im Schwerterverlauf von Moria umgebracht wurden. Sonst wären die mitgekommen. Also du bist auch eher der Meinung, sie ist halt ein Naturtalent. Ja. Und das hat nichts damit zu tun, dass irgendwie sie eine antike Waffe ist. Richtig. Ja, dann würde ich sagen, war es mal eine schöne, nette Theorie für zwischendurch. Hoffe, sie hat euch gefallen. Ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dann. Jo, tschüss.